Guten Tag, ich bin wieder da. Es geht los mit einem hervorragenden PvP auf Wirbelwind, Wirbelwind again von Zero gegen Canadian Packen oder so. PvP Diamond Liga konnte man im Ladescreen an den beiden Rahmen erkennen. PvP Diamond, Close Posi, Wirbelwind, was gibt es? I don't know. I'm very excited. And I just can't hide it. Und für alle Ökostrom-Fans, mein PC verbraucht aktuell 180 Watt. While I'm streaming and recording and cooking StarCraft 182 in between. Yeah. Denn letztens war bei PC Games Hardware, ich interessiere mich ja so ein bisschen dafür, ne? Da war so eine Umfrage hier, wie viel verbraucht euer Spiele-PC und so, bla bla bla. Und dann habe ich so geschätzt. Kann man so anklicken, ja hier 150 bis 200, 100 bis 150, 250 und mehr, 300, 400, bla bla bla. Und dann wusste ich es halt nicht so genau. Und habe ich mir mal für 10 Euro so ein Strommessgerät bestellt. Und ich verbrauche so beim Spielen so 180 Watt ungefähr. Wenn ich den Rechner richtig auslaste, beziehungsweise wenn ich halt Prime anmache, das ist, ist ein Programm, was die Prozessorgeschichte, den Prozessor halt zu 100% auslastet, Prime. Und dann gibt es noch ein Programm Fuhrmarkt, das macht das gleiche mit der Grafikkarte, die lastet den Grafikchip zu 100% aus. Und dann habe ich das mal beides angemacht, Fuhrmarkt und Prime, und dann komme ich auf 320. Ja, man könnte das jetzt noch auf die Spitze treiben, indem ich halt zwischen sämtlichen Festplatten hin und her kopiere und noch einen Film von DVD gucke. Ja, aber das würden dann vielleicht 10, 15 Watt maximal sein. Die Festplatten, die verbrauchen ja nichts, und so ein DVD-Laufwerk ist auch 2 Watt oder so, 3 Watt. Das ist ja alles nix, ne? Also so 335 Watt würde ich maximal verbrauchen, wenn ich alles volles Brett hochdrehe. So, gucken wir mal weiter hier erstmal das Spiel an, ne? Hier, Gateway Core, Eingas, Gateway Core, Doppelgas bei dem Canadian Backen. Ja. Ist immer so eine interessante Geschichte, weil viele Computer-Bobs halt immer meinen, wenn die da für irgendwelche Kumpels, weil sie ja der vermeintliche Experte sind, dann da irgendwie so ein PC zusammenbauen und dann hier schön Netzteil 600 Watt oder 500. Ja gut, 500 ist ja noch fast in Ordnung, aber so 800 Watt hier. Nee, nee, 1000 musst du haben hier. Und wenn du Wasserkühlung hast, 2000. Ja, totaler Quatsch. Einer im Chat gerade, ihr redet ja immer so, ist das Verarsche? Ja, ich bin mal so, ja, manchmal so relativ normal, meistens aber nicht, und hin und wieder auch mal scheiße, so wie jetzt. Und, ja, wir reden hin und wieder aber auch über StarCraft, hin und wieder mal, aber auch nur, und nur ganz nebenbei. Ja. Und für alle, die auf YouTube gerade wieder gucken, wie, was denn für ein Chat? Ja, ich bin noch gerade nebenbei, während ich das hier für YouTube aufnehme, auch gerade wieder am Streamen. Während wir uns hier dieses wunderschöne PvP angucken, One Gate Expand in PvP, ja, ist jetzt ja mittlerweile keine Seltenheit mehr. Hier drüben drei Gateways von Zero. Ja, wie gesagt, früher war ja, was heißt früher, bis vor ein paar Monaten, bis HOTS kann man fast schon sagen, war PvP eigentlich im Early Game immer ein One-Base gegen One-Base. Ganz selten, dass da mal irgendwie einer was Expansionstechnisches versucht hat. Aber mittlerweile hat es sich auch im PvP mehr oder weniger durchgesetzt, dass eben halt auch frühe Echsen gespielt werden. Ja, gibt es ja im TVT sowieso, ja, irgendwelche No-Gas-Echsen, Reaktor-Expansions mit Reapern oder eben CC-First. Ja, auch im ZVZ, Hedge-First, kein Problem in der Regel. Es sei denn, man spielt hier gegen irgendeinen so super Early-Pool. Aber auch dann ist es oft halt nicht so die Schwierigkeit, das abzuwehren. Und jetzt halt auch im PvP finde ich aber auch gut. Ja, was gab es da früher immer für Builds hier? 1, 2, 3 Gate Robos oder irgendwelche 4 Gate Plays, Bling All-Ins. Ich meine, das gibt es heute immer noch, aber es gibt jetzt halt auch diese Geschichten mit diesem Expansionsspiel. Im PvP, und das ist sehr gut, hier drüben mal ein halluzinierter Phönix. Ah, der sieht ja das Stargate. Ein Orakel.
Die Oraklerin ist unterwegs mit ihren komischen Dimensionalsträngen. Aber er sollte sich mal lieber hier darauf konzentrieren, nochmal zu gucken, ob da schon eine Echse ist oder nicht. Hat er noch gar nicht gesehen. Huch. Scheiße, habe ich wieder auf B gedrückt, statt auf V für Vision. Ich treffe die Knöpfe heute nicht so richtig. Er hat die Echse noch nicht gescoutet. Auf der anderen Seite, wie sieht's aus? Er hat hier... Ja, die Robo. Und da ist er mit dem Stargate eigentlich schon mal einen Schritt voraus, weil Robo-Units ja in der Regel nicht so gut sind gegen Stargate-Units. Aber hier zwei Stalker, nichts zu machen. Hier drüben Sentry-Stalker, auch da nichts zu machen für Zero. Ja, die macht zwar unheimlich viel Schaden hier, die Oraklerin, hat aber auch im dafür hier defensivmäßig wie soll ich sagen? Ja, sie hält nicht viel aus. So. Ja, sie kann derbe austeilen, hält aber nichts aus. Ne, so nicht wirklich viel. So, Twilight Council, weitere Gateways mit dabei. Ja, lol. Was ist denn jetzt hier lol, Junge? Weil du mit deiner Oraklerin keinen Schaden machen konntest? Oh, what? Hat er wenigstens hier... Ja, die Robos gesehen. Hat ja auch eh den Immortal, denke ich mal, gesehen. Ja, Watch Replay. Oh, hat er hier gerade irgendwie einen Honor gebaut? Ich verstehe es nicht. Ist aber auch egal. Ich verstehe sowieso nichts. Du hast einen guten Bild gegen mich. Sowieso. Finde ich nicht. Stargate, wie gesagt. Ja gut, mit dem Void Race jetzt. Naja, aber... Ist ja auch egal. Lass ich mich jetzt hier nicht ablenken von denen hier. Von den Blöden, den Heinis. Und schauen uns einfach weiter das Spiel an. Schauen wir mal, was er tut. Ja, er hat jetzt hier nach seinem Orakel-Opening, was ja nicht so gut funktioniert hat, ein Void Ray gebaut und ein paar Bersen. Weiß nicht, sollte vielleicht noch ein paar mehr Void Rays bauen. Ah, nochmal ein Phönix, der rübergeht, um zu schauen. Ja, was bedeutet es, einen Honor zu bauen? Honor ist ja einer von Alien Invasion, von dem Team, wo ich ja auch mit dabei bin. AI Homer, ein ehemaliger Semi-Pro-Spieler, jetzt ist er ja fest angestellt bei Homer J und macht da hier irgendwelche Medien Gestaltungszeug, was weiß ich, irgendwas mit Werbung und Designskram, irgendwie sowas in der Richtung, und der ist auch dafür bekannt, dass er irgendwelche total bekloppten Fails macht. Also irgendwie Dual-Core bauen oder falsche Gebäude, irgendwas doppelt. Oder irgendwelche Armoves über die Map und verliert daran sämtliche Armee an irgendwie drei Marines oder so. Ja, so eine komplett sinnbefreiten Sachen. Und das nennt man einen Honor bauen. Zum Beispiel. So, jetzt haben wir hier das zweite Void Ray. Jetzt gibt es auch das dritte Void Ray. Und wenn man halt so viele Void Rays baut, könnte man ja auch mal überlegen, hier ein Attack Upgrade rauszuholen. Beide hier auch mit dem dritten Nexus und beide auch offensiv expandiert, also in Richtung des Gegners. Eher untypisch. Eigentlich möchte man ja vor allem als Zerg vom Gegner weg expandieren. Aber beide gehen hier einen Schritt aufeinander zu. Ja, hier ist der rote und hier drüben ist schon der blaue. Interesting. So, hier drüben nochmal ein Phönix. Diesmal aber einer von Zero. Ah, wir haben ja auch noch das Oracle gesehen, was hier am Pylon rumgelutscht hat. Das war jetzt auch nicht so super. So, Storm gibt es. Bling auf beiden Seiten. Ja, Storm im PvP eigentlich auch eher nicht so die dolle Sache. Aber er hat wahrscheinlich gesehen, dass hier viele Bersen sind. Und Bersen ist ja light. Und die kassieren ganz gerne mal Storms. Und wenn man auch Mars Void Ray spielt, die stacken ja ganz gerne mal. Na, dann hauen auch da die Storms ganz gut rein. Ah, hier vorne wird zugebaut. Der Kanadier scoutet wieder zurück mit einem Hallo Phoenix. Sieht hier, aha, dritte Base. Er selber, Zero, weiß... Oh, er weiß noch nicht, dass da einer ist. Nexus. Ah, jetzt gibt es ja auch Attack Upgrade für die Voids. Bling, wie gesagt, bei beiden. Weitere Gateways hier bei beiden. Ja, beide auch auf ähnlichem Supply, 120 zu, ja, 23, 26 Worker Count. Okay, da ist der
Canadian Bacon, 10 Worker ahead. Und beide scouten sich hier wirklich kontinuierlich mit den Phönixen. Also die wissen wirklich, was sie beide hier spielen. Was sie beide hier machen. Ah, die drei Immorten, die sind ja nicht jetzt so wirklich wichtig hier, weil hier sehr viele Bersen auch sind, kaum Stalker. Also mit den Immorten hat er jetzt, wird er da nicht so viel Spaß haben. Upgraden tun sie auf jeden Fall aber beide. 1-0 ist hier unterwegs, beziehungsweise fertig. 2-0 läuft auf beiden Seiten. Genauso ähnlich fast wie das Bling-Upgrade. Und wann geht's endlich mal los? Ja. Orakel gefeedbackt. Auch nicht schlecht. Auch nicht so übel. So, er hat hier für den Splash die Archons mit dabei. Schon zwei Stück. Hier drüben sind es halt die Items. Wo sind sie? Wo hat er sie versteckt? Ach, hat jetzt auch einen Archon hier gemorpht. Ja, toll. Hm. Ja, und steht weiterhin hier vor der Tür. Er hat sich hier an seine dritte Base orientiert, stellt sich immer so ein bisschen hin. Hat das der gute Zero mittlerweile mal gecheckt. Ja, dritte Base ist mittlerweile auch gesehen. Neue Templer mit dabei. Jetzt gibt es auch Tempest bei Zero. Plus Charge für die Bersen. Und wieder mal ein halluzinierter Phönix. Ah, hier gibt es neue Archons. Hm. Ja, sehr passiv das Spiel. Wie lange geht denn das noch? Ist ja noch nicht so wirklich viel passiert hier. Oh, jetzt habe ich hier Pause gedrückt. Nein, ich wollte da hier Units Lost drücken. Ja, 300 zu 50 in dem PvP. Ja, normalerweise ist ja PvP ne, auch recht, naja. Da knallt es ja ganz gern mal schon ordentlich. Vierter Nexus kommt. Für den Canadian Bacon. Und wieder mal ein Scout herüber. Was hast du denn so gebaut, Kollege? Ich war schon eine Minute nicht mehr da. Ah. Tempest, haut hier mal einen drauf. Und jetzt denkt er sich vielleicht, oh Tempest, ich gehe mal los, bevor er zu viel davon hat. Und denkt sich, ach nö. Und er denkt sich, oh, ich komme mal wieder gucken, hallo. Und auch sehr tricky, er nimmt nicht hier die vierte, sondern da unten. Dass er sich halt hier denkt, der Zero, haha, ich bin ein Base voraus. Ich nehme nicht auch meine vierte gerade. Stimmt aber gar nicht, denn hier ist der nächste schon fast fertig. Mann, oh Mann, Mind Games. Aber er sieht nicht die Worker hier durchfahren. Glück gehabt für den Kanadier und Pech für Zero. So, 1-0 ist hier fertig, 2-0 läuft, 3-0 am Boden, genauso wie hier. Und auch er bringt jetzt hier das 1-0er Air-Weapon-Zeug. Baut zwar noch keine Flughäfen, beziehungsweise doch, jetzt hat er sie fertig. Irgendwo hat er hier unten zwei Stargates gebaut. Noch mehr Gateways und der Kanadier hier geht in die Mitte der Map hier. Es ist wirklich sehr hochgradig spannend, das Spiel. Ich komme kaum mit daher, alles mitzubekommen durch die Action. Hochspannung in Serie. Man sieht ja toll aus, wie er sich hier aufstellt. Schön, hier alles schön, riesen Konkave aufgestellt. Wenn hier einer kommt, kriegt er tierische Schellen. Aber es kommt ja keiner. Ja, mittlerweile drei Tempests. Neue Void Race im Bau. Beide auf 200 Supply. Vierte Base. Luke dicht gemacht. Sieht auch wie so ein Anti-Zerg-Wall-In. Hat er hier aber auch schon hingebaut. Fackel brennt hier schön. Observer guckt. Fleet Beacon jetzt nochmal. Beim Canadian Bacon. Ah, der jetzt ja auch sieht, dass der Zero rauskommt und stellt sich hier schon mal breit auf. Das sieht gut aus für Zero, würde ich sagen. Ah, der hat hier halt die Voids und die Tempest. Die Bersen haben sich mittlerweile gegenseitig annihiliert, wie man so schön sagt. Die Archons auch, aber es bleibt etwas mehr übrig, glaube ich, bei Zero.
Ah, der jetzt aber... Ja, da sind sie, die Stalker, einem offensiv nach vorne gebringt. Geh doch drauf, Junge, das sind doch bloß 4 Stück. Ja, und die Immortal, wie gesagt, hier, die haben hier nicht so die guten Karten, weil halt so viele Bersen bei Zero im Mix waren. Und gut wie gar keine oder gar kein Stalker, glaube ich. Ja, und wie ich es halt am Anfang schon gesagt habe, es sieht gut aus für den Zero. Der kann hier den Canadian Bacon zurückschlagen. Ah, jetzt hier nochmal ein Storm, hat aber nicht getroffen auf die Voids. Ah, neue Bersen mehr dazu. 3-1 haben wir hier auf der anderen Seite. 3-2 immerhin schon. Aber wie gesagt, die Immortal... Und die Bersen sind ja auch im Zweifel gegen Stalker ziemlich gut. Tja. Ah, hier unten toll, ja, das wissen wir ja. Ja, auf jeden Fall gab es mal ein bisschen Action hier in dem wundervollen Spiel. Ich bin begeistert. Action, Action, Pupaction. Neue Archonologen, Dark Shrine jetzt noch mit dabei, neue Tempests, beide wieder auf 200. Was haben wir hier unten? Ein paar Zealots, die hier wo mal ja, über die Map geschickt werden, um zu gucken, was los ist. Ich weiß nicht, dieses Stalker hier gegen so viel Void Ray Tempest. Ah, hier auch wieder schön. Er sieht, der kommt. Ja, der Spread geht los. Gucken wir mal hier. Army Value. Wo ist denn der Knopf für Army Value hier? Warte mal. APM. Einkommen. Wo ist denn die Scheiße? Ja, aktive Truppen. Ach, da. Ja, man sieht es hier viel mehr. Also bei Minerals hat... ach nee, gar nicht wahr. Na, ich hab mich vertan. Entschuldigen Sie bitte. Ich habe nichts gesagt. Ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt, weil da gerade im Chat einer meint, ich habe definitiv falsche Einstellungen und wahrscheinlich auch die Wasserkühlung ausgeschaltet. Und dementsprechend habe ich so wenig FPS. So, das war natürlich sehr ungünstig für den Kanadier, dass er hier gerade sämtliche Templer ja, weggeschmissen hat für nix. Ja, die Void Rays hier, die Rage noch mal ein bisschen los. Die Stalker werden unten verprügelt. Die Tempest kloppen ihre Kügelchen drauf. Ja, und wieder der Canadian Bacon vernichtend geschlagen. 100 Supply vorne und hier hinten die vierte Base auch abgeschnetzelt. Ja. Und ja, ich würde sagen, Zero hat hier sehr, sehr gute Chancen, dieses Spiel für sich zu entscheiden, auch wenn hier ja, der gute Canadian lange Zeit unentdeckt die vierte Base da hat. Jetzt ist er ja weg und er baut wieder nur Stalker nach. Aber was will er auch jetzt auch groß machen? Er hat nicht mehr allzu viel Optionen. Und warum gehst du jetzt nicht langsam mal los? Und machst Radau? Ja. Auf jeden Fall gibt es erstmal eine weitere Base, das ist sehr schön. Ja, auch er hat jetzt hier den ein oder anderen Tempest, aber das ist zu spät. Ja, hier auch schon super starke 3-1-2 Air-Upgrades, hier ist gerade mal 1-0. Am Boden sind sie ja beide recht stark, 3-1-3 hier gegen 3-0-3. Also hat mittlerweile der Zero hier den Kanadier überholt, was die Upgrades angeht. Ich glaube, das war es jetzt hier. Dieser eine Move hier, wo die ganzen Templer, die haben vielleicht noch so einen, Storm rausbekommen, aber der hat nichts bewirkt. Und ich glaube, Zero wird jetzt hier den Vernichtungszug beginnen. Hier drüben nochmal ein Expansionsversuch. Long Distance Mining läuft ja auch schon. Ich glaube aber nicht, dass das nochmal was wird. Das ist mal eine sehr schöne Army hier von Zero. Mars Zealot, Void Ray und die Tempest hinten dran. Noch ein paar Archons hier für den Splash. Ah, nochmal der Check hier. Ist die Base da? Nö. Kannst umdrehen, Junge. Dreh doch um. Oh, jetzt soll da eine kommen. Aber er ist sich nicht sicher und checkt da unten nochmal die Lage.
So, hier drüben noch mehr Gateways. Kanönchen. Darkschwein hat er ja, glaube ich, auch gebaut noch. Ja, er hat ihn, der Zero, er hier, ebenfalls. Jetzt kommen hier nochmal ein paar Worker, die sollen hier schon mal minen. Ja, und er geht nicht den Weg zurück, das wäre jetzt eigentlich nochmal gut, denn jetzt ist ja die Base da, die er eben schon mal gesucht hat. Und Kaloin ist auch im Chat, sehr gut, hier können wir gleich wieder 2-on-2 spielen hier. Schön, Kaloin. So, 150 Supply hat er nochmal. Generiert. Er ist ja die ganze Zeit ja schon auf 200, sucht halt nach Bases. Hat auch hier eine ordentliche Bank. Ich glaube, es gibt nochmal eine entscheidende Schlacht und dann sollte das Spiel vorbei sein. Wenn er sie gut nimmt, vielleicht gewinnt ja auch noch der Kanadier, aber ich glaube nicht dran, weil er immer noch oder wieder Immortal gebaut hat. Oder sind das noch die von vorhin? Ich weiß es nicht. So, jetzt gibt es nochmal ein paar DTs. Ist da ein Ops mit drin? Nee. Kein Observer mit im Mix bei Zero. Ah, die Void Ray, die Void Rays. Ich meine, der kassiert jetzt hier nochmal dicke Storms. Ey, aber es reicht nicht. Auch wenn die DTs da unten rumragen, auch wenn die Storms gut waren. Ja, aber Zero fliegt da einfach drüber. Da habe ich schon fast rot gesehen und fast gedacht hier, okay, der Canadian Bacon kommt mit seinen Storms hier nochmal zurück. Aber reicht nicht. Ja, und die DT ist hier immer noch am Schnetzel. Aber auch hier drüben einen DT von Zero dabei. Ah, kommt da nochmal ein Observer? Ja, nein, vielleicht. Wie früher in der Schule, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ah, scheiß doch auf die Tees, ich reiß dir die Bude ab, Junge. Ja, sollte jetzt erst gleich over sein, the game. Ah, hier die Void Rays verfolgen die letzten Tempests oder auch nicht. Ah, doch, jetzt geht's drauf. Hier, guckt mal, wie schnell die kaputt gehen, sogar ohne den Turbo. Ah, da kommt das GG vom Canadian Bacon und Zero gewinnt dieses wunderschöne PvP Diamond Liga. Ja, es war anfänglich ein bisschen sehr langweilig, aber dann kamen sie doch nochmal beide um die Ecke. Schönes Makrospiel hier, PvP sieht man ja eher selten. Ja, wie immer, ne? Abonnieren, kommentieren, liken, anklicken, alles und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.